In Teil 5 wollen wir eine Stabstahlflächenbewehrung erzeugen. Wir gehen auf unseren Plan Decke über EG in den Bereich der oberen Bewehrung und ich möchte eine oben liegende Stützbewehrung quer zum Unterzug hier einbringen. Dazu wähle ich die Decke als Bauteil aus und finde dort oben die Flächenbewehrung. Und nun kann ich über die Zeichenfunktionen den Bereich umfahren, in den ich die Bewehrung einbringen will. Ich wähle das Rechteck und ordne hier mal einen Bereich an und sage, das soll 1,60 Meter oberhalb der Achse beginnen und soll 3,20 Meter beispielsweise lang sein. Dann sehen wir hier die Hauptrichtung. Die ändere ich natürlich. Es soll ja eine Stützbewehrung quer zum Unterzug sein. Jetzt kann ich im Eigenschaftenfenster hier das Häkchen rausnehmen. Ich will ja keine Querbewehrung, sondern nur eine Hauptbewehrung oben liegend anordnen. Deswegen ist nur dieses Häkchen gesetzt und die anderen drei sind nicht gesetzt. Ich sage, was es für ein Durchmesser sein soll. Ich hätte gerne Durchmesser 8 und ich hätte gerne einen Abstand von 15 cm. Das bestätigen wir mit dem grünen Haken. Bekommen jetzt hier diesen Stempel, den ich aber direkt wieder lösche. Wir sehen die Bewehrung nicht, beziehungsweise wenn ich mit der Maus in den Bereich gehe, dann erscheint dort die Darstellung der Eisen. Und das ist auch genau richtig so, weil wir ja hier unten den Bildstil verdeckte Linie eingeschaltet haben. Also, ich wähle die Bewehrung aus, gehe auf Sophistic Bewehrung und dort den schon bekannten Befehl ausblenden und beschriften. Und dann sehen wir sofort, bekommen wir hier diese Darstellung. Ein Eisen ist dargestellt, ungefähr mittig in der Verlegung wird das immer ausgewählt und wir sehen die entsprechende Beschriftung. Wenn ich jetzt hier mit der Maus hingehe und unten links, ganz unten links, können Sie jetzt lesen, Beschriftung, Mehrfachbewehrung, Doppelpunkt, Beschriftung, Mehrfachbewehrung und so weiter. Und am Ende steht Dimension Line Error. Wenn das da steht, drücke ich die linke Maustaste und kann jetzt genau diese Linie hier nach Belieben verschieben. Kann die auch nach oben rausschieben, wenn ich denn möchte. Ich gehe jetzt nochmal hier in den Bereich und achten Sie nochmal, was unten links steht. Da steht jetzt wieder Beschriftung Mehrfachbewehrung, Doppelpunkt Beschriftung Mehrfachbewehrung. Ich drücke die Tab-Taste und jetzt steht dort unten Bewehrung, Bindestrich, Beschriftungen. Wenn das da steht, drücke ich die linke Maustaste und habe jetzt hier den Text an der Maus und kann ihn platzieren. Ich kann den nicht nur so platzieren, sondern hier über das Sophistic-Eigenschaftenfenster der Familie sogar die Lage zum Beispiel vertikal ändern. Oder ich könnte auch einen ganz anderen beliebigen Winkel für die Beschriftung eingeben. Also, das ist immer wichtig, dass man darauf achtet, was man hier gerade fängt. Als nächstes will ich die Verlegung noch ein wenig anpassen und zwar in Richtung variable Bewehrungsverlegung. Ich wähle diesen einen Stab hier aus und muss oder möchte über die Sophistic Bewehrung jetzt genau das Gegenteil von Ausblenden und Beschriften tun. Ich möchte einblenden. Damit blende ich wieder alle Stäbe ein und ich möchte jetzt hier diese eine Verlegung wieder aufteilen in zwei Verlegungen, ungefähr hier in der Mitte geteilt, ganz so, wie wir das schon bei der Bügelverlegung im Unterzug uns angeschaut haben.
Hier handelt es sich noch um eine Verlegung, die muss ich also erst einmal auflösen. Dafür gibt es den Befehl auflösen in der Sophistic Bewährungs Toolbar hier oben und kann jetzt sagen, ich möchte diese Verlegung teilen, zum Beispiel an dieser Stelle. Und jetzt habe ich also wieder zwei Verlegungen, ganz ähnlich wie wir das schon bei den Unterzugbügeln gesehen hatten. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich jetzt hier diese Deckenöffnung mal ein bisschen anpassen werde. Ich wähle die Decke aus und sage Begrenzung bearbeiten und wähle Linie, indem ich jetzt hier einfach diese Kante schräg gestalte. Also sieht dann so aus. Diese Linie nehme ich weg und kürze die Öffnungskante bis dorthin. Bestätige das. Ja, die Wände sollen fixiert werden. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Deckenöffnung, die vorher rechteckig war, ja, so trapezförmig verändert. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich jetzt Ihnen zeigen will, wie man die Stäbe auf eine Kante beziehen kann. Ich wähle jetzt die linke Verlegung hier aus und dort gibt es einen Revit-Befehl, der heißt Variable Bewährungsverlegung. Den Knopf drücke ich. Und wenn ich jetzt hier, sehen Sie, dann werden diese Stabenden parallel zu dieser Kante hier automatisch angeordnet. Jetzt hätten wir allerdings natürlich wirklich alles einzelne Stäbe. Das möchte man vielleicht auch nicht, also einzelne Stäbe mit unterschiedlichen Längen, das möchte man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Und dafür gibt es jetzt hier wieder die Möglichkeit, mit Abhängigkeiten zu arbeiten. Hatten wir uns auch schon mal angeschaut. Hier oben Abhängigkeiten bearbeiten. Wähle ich aus. Ja, und dann sage ich, diese untere Seite der Stäbe hier möchte ich zum Beispiel auch auf diese Kante beziehen. Ja, und schon haben wir wieder alles gleich lange Stäbe, die aber eben diesen variablen Verlauf hier haben. Und dann kann ich auch noch mal sagen, einen exakten Wert zum Beispiel einstellen hier unten. Irgendwas minus 4,80 m oder so Abstand von dieser Kante. Das ist also eine schöne Möglichkeit, das exakt hier nach seinen Wünschen anzupassen. Am Ende müssen wir es mit Fertigstellen beenden und haben jetzt also eine derartige Verlegung erzeugt. Jetzt wähle ich wieder beide Verlegungen an und kann wieder ausblenden und beschriften sagen und habe wieder diese Darstellung. Es sind jetzt natürlich zwei Positionen geworden. An der zweiten Position hier sieht man jetzt allerdings nicht, dass die Stäbe ja eigentlich ja, so parallel zu der Kante hier verlaufen sollen. Ist aber auch kein Problem. Ich wähle den Stab aus und kann hier über anzuzeigende Bewährung in der Darstellung jetzt verschiedene Stäbe auswählen, die ich sehen möchte. Und ich nehme jetzt einfach mal noch ein paar dazu. Diese zum Beispiel, sage fertigstellen. Und jetzt sehen wir also hier auch sehr schön diesen Verlauf, sodass also klar sein sollte, dass die Stäbe nicht alle ja, am gleichen Punkt oben und unten liegen, so wie es bei der Position 1 hier der Fall ist. Ja, was fehlt noch? Es fehlt noch ein Biegeformauszug. Ich mache einfach mal für diese Position 2 einen Biegeformauszug. Ja, den lege ich hier ab. Dann erhalte ich den Biegeformauszug und auch da habe ich wieder die Möglichkeit, über die Sophistic-Familie das zum Beispiel auf vertikal zu ändern und entsprechend noch ein bisschen zu verschieben, wenn ich das möchte. Wenn ich jetzt noch mal ganz raus zoome, dann sehen wir wieder die Tatsache, dass die Oberbewährung im Moment noch hier auch in der unteren Bewährung dargestellt ist. Das ist ja unsere untere Lage. Und um das zu beheben, wieder einfach
den Knopf Lagen in der Sophistic-Bewährung hier klicken und schon ist alles wieder richtig dargestellt. Dann schauen wir einmal in den Unterzugschnitt rein. Das war ja hier Schnitt 2.2, ob denn das als auch so korrekt ist. Ja, und da sehen wir also sehr schön unseren Unterzug, den Bügel und jetzt eben die quer zum Unterzug verlaufende Stützbewährung oberhalb des Bügels. So wollte ich das auch gerne haben. Das ist also gut. Und last not least können wir uns das natürlich auch im 3D hier anschauen. Dann sehen wir auch im Dreidimensionalen, wie die Stäbe quer zum Unterzug hier zu liegen kommen. Gut, das ist die Vorgehensweise, wie man eine Flächenbewährung mit Stabstahl erzeugt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Video wieder mit dabei. Auf Wiedersehen.